Seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast 2. Die Maus geht wieder. Ich habe es jetzt im Hauptmenü einfach mal rausgesteckt und wieder rein. Ich habe das Problem wirklich nur in Outlast 2. Ich muss mal googeln, woran das liegt. Und ja, wir haben immer noch die komische Maria, die uns hier mit ihrer Hacke verfolgt. Salvation, ich gebe dir auch kein Salvation. Lass mich doch mit rein. Ich nehme doch nur mit rein. Bitte. Ich habe aber gerade echt keinen Plan, wie ich hier wegkomme, wie ich weiterkomme. Ich wollte auf jeden Fall gucken, ob hier unten irgendwas ist. Irgendein Loch, irgendwas, wo ich reinkriechen muss oder so. Ich kann ja echt nicht sagen, wo ich hin muss. Ich sehe nichts. Hier reingucken. Boah. Eieiei. Das Ding ist, die Olle wartet hier da unten. Oh Gott. Wie lange können wir denn hier so in dem Wasserfass bleiben? Alter, wie zum Henker. Nein, nicht stehen bleiben zum Heilen. Ich weiß echt noch nicht, wie ich das machen soll. Verpasst? Okay, wir versuchen es einmal mit einem Rutsch. Hä, was schreit denn? Irgendjemand hat gerade geschrien. Ich soll kommen.
Wenn die nicht so groß wäre, hätte ich schon einen geilen Körper. Ah, nein. Geh weg. Muss die hier jetzt rumlaufen? Ist die da gerade reingegangen? Mann! Ich bin immer noch verwirrt wegen dem einen Typen. Wo sollten wir denn hingehen? Irgendjemand hat uns doch gerufen. Gut, sie heißt nicht Maria, aber Martha. Martha ist aber auch nicht gerade besser, deswegen bleibt es bei Maria für mich. So. Es ist ja schon mal schön, dass uns irgendjemand gerufen hat, aber wo müssen wir, wo sollen wir denn da hin? Da, da, da. Habt ihr es gerade gesehen? Ja, sie ist es, aber... Aber wer redet denn da? Das ist absolut unhilfreich. Wäre schon schlimm, wenn man mir so... Wenn... Ja, nee. Jetzt habe ich erstmal wieder ein Problem. Nein. Hier nicht Zeit lassen. Nicht außer Atem sein. Haha, ausgetrickst. Aber ich bin sicher, dass uns irgendjemand da gerufen hat. Ist doch egal, wir haben es jetzt geschafft. Mehr Glück als Verstand. Okay. Zoom. Okay. Was war jetzt hier so wichtig? Ah. Temple Gate. Nette Gemeinde. Hier fühlt man sich wohl. Hier will man Urlaub machen. Hier will man so gern Urlaub machen. Vor allem, wenn hier da unten irgendeine Verrückte rumläuft, vor der selbst die anderen Angst haben. Gesehen. Ich habe mir schon denken, dass da irgendwas passiert. Boah, ich bin hier ein bisschen verwirrt, ey. Okay, sehen nichts. Ach nee, so eine schlechte mag ich nicht. Das hat schon seinen Grund. Kriege ich mir hier im Kreis oder wie? Hier Licht. Alter, kranke Scheiße, ich wieder am Laufen hier. Okay. Hier geht's nicht weiter.
Da gehe ich da jetzt nicht rein. Nee, in dem Schulgebäude hier passieren immer komische Sachen, die total gruselig sind. Kann ich hier nicht irgendwie... doch nur umsehen. Das sind wieder die Bilder. Okay. Und was ist das? Eine Spieluhr? Das war Jessicas. Das ist eine Batterie. Okay, jetzt haben wir aufgezwungen und weiter. Okay. Wer lacht da so schäbig? Oh mein Gott, ey. Gut zu wissen. Okay. Wo geht's denn jetzt schon wieder weiter? Boah, Junge! Wir sollten eigentlich dem Mädchen folgen, aber wer mich kennt, weiß man, dass ich genau wieder das mache, was man eigentlich erst nicht macht. Ich schaue mich hier erstmal wieder an. Ich geier nämlich nach Batterien. Das ist vielleicht der Grund, warum ich mehr mehr Batterien verbrauche. Oh Gott. Jesus Maria, ey. Gar nicht makaber. Fuck. Gar nicht krank. Nimm mich mit. Entschuldigung. Alter Schmieder, da zersägt er erstmal hier den Typen. Mach die Tür zu. Wieso kann ich nicht durch? Wieso kann ich nicht durch? Oh Gott. Wo kann ich denn hier hin? Hilfe! Hilfe! Wo kann ich hin? Nein, geh weg, ich brauch mein Fleisch noch. Okay, ja. Hart verwirrt ich. Wo muss ich denn hin? Scheiß die Wand an. Jedenfalls muss ich erstmal hier raus.
wohin als nächstes? Kann ich hier vielleicht was kaputt machen? Kann ich irgendwo runterkriechen? Kann ich irgendwo durchkriechen? Nein, lass mich doch mal bitte hier irgendwo durchkriechen. Aua, aua, aua. Ach so, hier ist das mal zu. Ich kann also nicht mehr rein. Boah, scheiße, wo muss ich hin? Scheiß die Wand an. Ah, okay, der greift mich also auch. Boah, ich brauche in dem Let's Play echt einen Death Counter. Da mir vielleicht irgendwo raus. Ja, mach doch auf. Irgendwo muss ich doch hier durch. Ja, lass mir doch wenigstens ein bisschen Zeit. Ich muss doch sehen, wo ich hin muss. Das Fenster hinter mir? Kann man das Fenster hinter mir aufmachen? Nein, kann man nicht. Scheiße, ey. Wo zum Henker? Maximal verwirrt. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Jetzt gehst du darüber. Jetzt gehst du darüber, echt. Das ist doch ein fucking Witz, Alter. Ich kletter da erst nicht rüber. Ich kletter da erst nicht rüber. So ist es gewesen. Er glüttelt sich erstmal durch die fucking Tür. Homo, du widerlicher, kranker Dreckshomo, ey. Ja, genau, jetzt geht er auf einmal direkt da drüber. Genau so sieht es nämlich aus. Erst da nicht rüberspringen und dann. Ich will mich doch noch umsehen. Aber ich glaube, hier gibt es nichts. Oh Gott, ich muss. Ich muss irgendwas hier machen. Aber was? Wie geht's weiter? Scheiße, verdammt, wie geht's weiter? Achso. Ja, der erste Zeit. Ist ja nicht so, dass wir hier gerade irgendwie ein bisschen Stress haben. Okay. Wir haben Zeit. Alles gut. Alles gut. Jetzt kommt von vorne auch noch einer. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Ah ja, okay. Das ist natürlich eine Option. Ach du Kacke. Nicht Zeit lassen. Nicht Zeit lassen. Oh, Kacke. Aha, aha. Ja, ja, halt die Fresse, du Opfer. Ey. So. Jetzt kann ich mich da hier mal wieder umgucken. Viel zu gucken gibt es hier aber gerade auch nicht. Außer, dass da ein Typ vor dem Fenster steht. Wollt ihr denn alle? Ich mache hier drin nichts, geht weg. Jetzt kommt aber schon gleich wieder irgendwas. Oh Gott. Hier kann man nichts machen. Hier kann man auch nichts machen. Nein. Tür ist kaputt. Um Gottes Willen. Nein, verpisst euch alle.
Oh Gott, oh Gott. Was der Zeit ist, okay, was der Zeit. Alter, Alter. Was ist das? Wer ist das? Wieso ist das? Ist aber nicht unsere Frau, oder? I guess this is where the magic happens. Chairs for an audience to watch. I only saw her afterwards. I couldn't have. Okay. Kranker Scheiß, Alter. Echt kranker Scheiß. Die sind ja wirklich ganz viele Stühle, ey. What the fuck? Boah. Alter Schwede. Boah, die arme Frau. Die arme Frau. Mein Gott. Boah. Das ist so. Ja. Boah, da wird sogar mir übel, ey. Da wird sogar mir übel, ey. Fuck is this? Boah, ey. Die arme Frau, ey. Ach du Kacke. Boah, das ist so krank, so widerlich, so eklig, so einfach nur so. Oh, da wird sogar mir schlecht, ey. Das war was zum Lesen. Okay. Kann ich? Ja. Gott weiß, was ich getan habe, und er zwingt meinen Blick darauf, wenn ich schwach bin und Angst habe. Es war nicht meine Schuld, dass Judah nicht schwimmen konnte oder dass er mich nehmen wollte. Ich hätte ihn gerettet, hätte ich die Kraft gehabt. Ich zweifle nicht an dir, Herr, doch bitte zwinge mich nicht Tag wie Nacht von solchen Träumen heimgesucht zu werden. Ich kann ihn nicht mehr ertrinken sehen. Nimm meinen Tod als Buße, denn ich trage Papa Noffs Kind und leide Schmerzen, wie ich sie noch nie kannte. Das Kind in mir muss der Erzdämon sein. Bei den Albträumen und dem Leid in mir, in und um mir. Ich bin dein. Okay. Ist aber Selbstmord nicht mit einer der größten Sünden? Hm. Ja, wobei, ich glaube, über Gebote und Sünden braucht man hier nicht reden. Das ist, glaube ich, schon überfällig. Aber der Herr, so gnädig wie er ist, kann mir ja gerne mal noch mal eine Batterie hier irgendwo hinlegen. Ne? Das macht mich wahnsinnig, dass ich nicht weiß, wie viele Batterien ich noch habe. Ah, okay. Vorwärts, okay. Boah, Leute, lasst mich da einfach mal in Frieden. Nein, ich bin nicht oben, das stimmt so nicht. Und jetzt?
Nein, ganz schlecht. Aua. Oh lol, ich hätte mich wehren können. Okay, jetzt kann ich mich nicht mehr wehren, das sehe ich ein. Da war aber kurz, ganz kurz ein Symbol. Kann man sich wehren? Oh, ja. Gott, jetzt muss ich jetzt mal wieder herausfinden, wo ich hin muss. Irgendwie nach da, denke ich mal. Kann ich hier rüber? Ja, ich kann hier rüber. Oh Gott. Was ist denn das jetzt hier so hektisch, ey? Das gefällt mir gar nicht. Ich will nicht dauernd irgendwo hinrennen und durchgescheucht werden. Dann lieber Psycho-Spielchen. Alles klar. Wenn ich gleich eine Mistgabel im Rücken habe, dann setzt das was. Wo als nächstes? Ach ja. Ich werde ja keinen Stress machen, ne? Aber. Oh Gott. Leck mich am Arsch, Alter. Lass mich doch einfach mal in Frieden, ey. Das ist ja voll krass. Nee. Gott sei Dank, der Part ist rum. Ich bedanke mich. Ich muss mal kurz Pause machen. Es ist ja der Hammer, ey. Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Wenn es wieder heißt Outlast 2 mit mir im Steve. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.